Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Jemand hat... Sie haben 3 neue Nachrichten. Hey, Collar, ich bin's, dein Lieblingsredakteur. Rate mal, warum ich anrufe. Ich geb dir noch eine Chance. Ich brauche jemanden, der die Fernsehspalte schreibt. Wird mies bezahlt, aber das kennst du ja. Wenn du Interesse hast, schau mal hier im Büro rein. Oder schau besser auf jeden Fall mal rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Nico. Diese Story von dir, die ich abgeblockt habe, die ist noch nicht vom Tisch. Du hast dir da draußen ein paar gefährliche Feinde gemacht. Hallo Nico, ich bin's, dein alter oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich. Eine Riesen-Story, genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also bis morgen, Nico. Slán, da staunst du, was? Erst einen Tag hier und schon spreche ich Gälisch wie ein Eingeborener. Mademoiselle Collard, hier spricht Imelda Carchon. Ich wollte mich noch einmal für Ihr Verständnis bedanken, als hätten Sie nicht Lust, zum Essen vorbeizukommen. Morgen? Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Heute Abend kommt mich ein Monsieur Merlin besuchen. Er behauptet zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er müsste gleich hier sein. Ich werde Ihnen dann erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Merlin? Meine Güte, Merlin ist doch der Killer. Ich muss sofort hinfahren und Sie warnen. Wenn es für Doppelzüngigkeit Orden gäbe, würde Imelda vom Gewicht der Dinger vorn überkippen. Und ich schulde ihr nichts. Aber ich kann sie doch nicht einfach sterben lassen. Bei meinem Eintreffen ist der Hof des Palais Royal verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss Imelda warnen, bevor es zu spät ist. Eine Türklingel. Die Sprechanlage ist außer Betrieb. Schlechtes Zeichen. Jemand hat den Draht gekappt. Abgeschlossen. Durch so eine Tür komme ich nicht durch. Es wird durch Drähte zusammengehalten. Vielleicht ist das ja gar kein Kunstwerk. Vielleicht ist es eine Art Mobilfunkmast. Man sagt immer, was ist dran an moderner Kunst? Ich sage, ist das nicht eindeutig? Ich löse den ersten Draht. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Das Fenster wurde mit einer Industrieplastikfolie abgedeckt. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Nein. Mein Gott, ich komme zu spät. Imelda! Oh nein. Nico? Keine Bange, das kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Wie absurd.
Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Wer ist die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. An ihrem Hals befindet sich ein Medaillon. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Das ist der Schlüssel aus Imeldas Medaillon. Ich nehme den Schlüssel raus. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Ein Foto von Imelda. Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters? Ich habe das Gefühl, als ob mich ein schwarzes Loch verschluckt. Imelda und Carchon. Grinsend, während hinter ihnen ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung abgeschlachtet wird. Und da, gleich neben ihnen, schaut mich wie durch eine Zeitmaschine mein eigener Vater an. Ein Brief. Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Hotel Saint-Georges, Algier. Freitag. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit, weit weg von Afrika. Keine Angst, Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry, dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomatengattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter, du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Ich könnte das auch nicht. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren und niemandem etwas zu erzählen. Das ist George. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wiederzukommen. Aber dann... Herein! Hallo, George. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen?
Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Mitten in der Nacht hat mich Leary aufgeweckt. Ich musste helfen, den Keller auszupumpen. Der Keller stand unter Wasser? Ja, irgendein Idiot hatte den Wasserhahn offen gelassen. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufrisson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Möchtest du den Edelstein verwahren? Nein, George. Die Versuchung wäre zu groß, ihn zu verkaufen. Schau mal, Nico. Eine Handvoll Gips. Ja. Warum werden Männer eigentlich nie erwachsen? Was ist dein Problem, Schwester? Deine Taschen. Vollgestopft mit nutzlosem Schrott, wie die eines kleinen Jungen. Man weiß nie, wann man diesen nutzlosen Schrott einmal gebrauchen kann. Möchtest du das Foto wieder zurück? Nein, das kannst du behalten. Ich kann mir immer noch einen Abzug machen. Nein. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Schau mal. Eine Frau sieht in den Spiegel, aber das zeigt drei. Da arbeitet die. Ein Ritter mit einer. Auf der Schriftrolle des Ritters steht durch meine Leben. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufrisson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay. Kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf. Ich möchte so gern mit George über alles reden, was passiert war. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Die Verbindung meines Vaters zu Afrika muss für alle Zeit ein Geheimnis bleiben. Nur die Regierung weiß, wie mutig er war. Und ich weiß es auch. Es zu enthüllen würde nur seinem Andenken schaden. Die Leute würden die Geschichte einfach verdrehen. Ganz schnell stünde er als der Bösewicht da und Carchon als Held. Ich weiß, wie man sowas macht. Ich bin schließlich Journalistin.